Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4 Special. Im letzten Part haben wir das Spiel abgeschlossen. Wir haben die Hauptstory durchgespielt. Wir haben im Spiel geheiratet. Wir haben alle drei Arcs durchgespielt. Und nun kümmern wir uns erstmal, bevor wir in frischer Verheiratetenmodus gehen, weil das möchte ich mir gerne zum Schluss aufheben. Gucken wir erstmal, was die weiteren Episoden so zu bieten haben. Und eine weitere Episode Leon starten. Nee. Ich denke, wir fangen einfach mal. Die machen wir zum Schluss. Das sind die weiteren Episoden, sind zum Download verfügbar. Ich weiß nicht, wie viel die kosten. Die waren zum Release von Rune Factory 4 Special gratis. Jetzt kosten die allerdings was. Ich weiß es nicht mehr, ob die jetzt genau was kosten oder ob die wie viel die kosten. Die habe ich nicht informiert. Auf jeden Fall sind die kostenpflichtig. Wurde damals gesagt, dass die kostenpflichtig werden. Wir fangen heute an mit einer weiteren Episode Ventusville. Bin sehr gespannt. Eine weitere Episode im Wenzel. Ein Traum wird wahr. Es wird Zeit. Endlich hat meine Hochzeit begonnen. Ich stand da, im unschuldigen Weiß gekleidet und erwartete die Ankunft meines Bräutigams. Ach so, ist das sozusagen, wenn man die geheiratet hätte, oder wie? Aber die kann man ja nicht heiraten, weil die ein Drache ist. Ich verstehe das nicht. Aber egal. Wir gucken uns heute die schönen Storys hier an, die kleinen Mini-Geschichten. Ich freue mich sehr. Es kam auf mich zu, mit gleichmäßigen Schritten. Ich hatte Vulcanum gebeten, die Zeremonie zu vollziehen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und bemühte sich nach Kräften, das Ganze über die Bühne zu bringen. Schwörst du ihn zu lieben und zu ehren, zu trösten und zu stützen? Doch ich war so nervös, dass ich den Rest nicht mehr hörte. Jetzt und immer da. Als letzter Satz erklang, kam ich wieder zurück ins Hier und Jetzt. Ja. Verzweifelt presste ich dieses Wort hervor. Ein Teil von mir war in Panik geraten und der andere fragte sich ganz ruhig, was ich da eigentlich tat. Ah, ich hab's. Das muss ein Traum sein. Und zwar ein ziemlich abstruser. Ich, ein Drache, auf der eigenen Hochzeit? Wieder riss mich Vulcanums Stimme aus meinen Gedanken. Du darfst die Braut jetzt küssen. Ah, ich wach gerade auf, nicht wahr? Man wacht ja immer dann auf, wenn es am schönsten ist. Traum oder nicht, seit einem ganzen Zeitalter hatte ich nicht mehr solch eine Freude verspürt. Ich bereitete mich auf das Ende dieses Märchens vor und wartete darauf, dass der süße Traum verblassen würde. Warte mal, wir gucken mal kurz. X ist anzeigen. Ah, oh, sehr schön. Kann man das Bild immer noch sehen. Doch, das tat er nicht. Das war ein langatmiger Traum. Ach, naja, in letzter Zeit ist viel passiert. Ich war müde, ich war wohl im Tiefschlaf. Als mir dieser Gedanke durch den Kopf ging, nahm mein neuer Gatte meine Hand. Alles in Ordnung? Mir geht es gut, schließlich ist alles nur ein Traum. Der Schock beim Aufwachen wird schon nicht allzu schlimm werden. Na, vielleicht ein bisschen. Wenn ich so darüber nachdenke, würde ich diesen Traum nach dem Aufwachen ließen völlig verdrängen. Was bin ich feige geworden? Müde ließ ich mich in den mir am nächsten stehenden Stuhl sacken. Man darf nicht vergessen, dass ich den ganzen Tag in menschlicher Form verbracht hatte und Hackenschuhe trug. Als ich sie auszog, sah ich, dass meine Knöchel geschwollen waren. Ah, das wird ziemlich wehtun. Mein Gatte schaute mich besorgt an, doch ich lächelte und schüttelte den Kopf. Aua. Je länger die Zeremonie andauerte, desto unerträglicher wurde es und sein Blick fiel auf meine Armfüße. Meine Zehen gingen es besonders schlecht, sofort eilte er an meiner Seite. Er hätte sich aber gar nicht so aufregen müssen. Schließlich war das ja alles nur ein Traum. Ein wenig länger würde ich noch durchhalten können. Als ich seine besorgten Augen sah, wurde mir plötzlich etwas bewusst. Moment, es tut weh und ich bin nicht aufgewacht. Das ist kein Traum. Juhu, ich bin tatsächlich frisch verheiratet. Mit einiger Verzögerung begann ich mich damit abzufinden, dass der Traum Wirklichkeit war. Und so begann unser gemeinsames Leben als kleine, aber glückliche Familie. Schon bald wurden wir mit Kindern gesegnet. Noelle und Luna sind so süß, aber von meinem Nachwuchs habe ich auch nichts anderes erwartet. Ehrlich gesagt habe ich mir nie vorstellen können, zu heiraten oder gar Mutter zu werden. Ich schaue auf sie herab und streichelte sanft ihre winzigen Köpfe. Ja, sie haben drachenhafte Züge, doch auch die sanften Augen ihres Vaters. Sie sind so bezaubert und kostbar. Während ich ihnen beim Schlaf zuschaue, gleitet er lautlos an meiner Seite. Wir gucken uns kurz das Bild nochmal an. Schick. Ah ja, meine Kinder haben mich abgelenkt. Ich wollte ihm heute etwas sehr Wichtiges mitteilen.
Können wir uns kurz unterhalten? Ich muss dir was sagen. Ich sehe meine Liebe in die Augen, beginne zu sprechen. Ich bin schon viele Äonen alt. Ich war hier bereits vor tausenden von Jahren. Und werde noch tausende von Jahren nach deinem Ableben hier sein. Aber in diesem Augenblick will ich mein Leben mit dir teilen, bis dass der Tod uns scheidet. Ich danke dem Himmelsstern, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich danke dir, dass du hergekommen bist, dass du mich erwählt hast. So lange lebe ich nun schon, doch habe ich noch nie so etwas empfunden. Ich liebe dich so sehr. Mit Worten lässt sich das auch nicht beschreiben. Komm, unsere Kinder schlafen. Ich will dir diese Liebe nun zeigen. Komm schon. Bitte was? Danke. Okay. Ende. Okay, sind alle relativ kurz. Also, ich hab schon die Befürchtung gehabt, dass wir jetzt hier eine komplette Story mit diesen Dialogen haben. Aber, ja. Also, so sehen wir, wenn wir die anderen Charaktere heiraten, anscheinend. Ist ja relativ süß gemacht. Aber wir gucken uns natürlich alle an. Wir haben jetzt, ich denke mal, 4 pro Part gehen durch, ne? Wobei, das war jetzt einer der. Machen wir die 4 noch und dann pro Part 4, dass wir 3 Parts noch haben. Darf damit. Ist relativ gut, oder? Denk mal, schon passt so. Eine weitere Episode mit Arthur. Was hätte sein können? Gucken wir uns das Bild nochmal an. Das ist also Selfia. Da sollte ich mich wohl auf den Weg zur Burg machen. Ich heiße Arthur. In der Hauptstadt traf eine Anfrage ein, der zufolge ein Aufseher für eine gewisse Burg benötigt werde. Man hat mich hingeschickt. Muss der Prinz denn selbst gehen? Manche äußerten derartige Bedenken, aber eine solche unterhaltsame Pflicht wollte ich mir nicht entgehen lassen. Der Eventsville selbst residiert hier. Ganz sicher wird etwas Amüsantes passieren. Selfia wird nicht vom König, sondern von der wohlwollenden Drachendame Eventsville regiert. Daher ist Selfias Verhältnis zur königlichen Familie etwas kompliziert. Das Tor der Burg ist wirklich beeindruckend. Viele Elemente der Burg sind äußerst groß dimensioniert. Vielleicht damit Lady Wenzel sich daran leichter bewegen kann. In diesem Fall dürfte auch Lastkarren problemlos durch die Türen passen. Sehr praktisch. Während ich darüber sinnierte, ging ich hinein und wurde von ältlichem Butler begrüßt. Ah, ihr seid wohl der Prinz, von dem Lady Wenzel sprach. Er nannte sich Vulkanon. Der bin ich wohl, mein Herr. Ich versuchte um eine Audienz bei Lady Ventusville und erkundete mich nach dem Stand der Dinge in der Burg. Die Dame war so nett und gütig, wie es in den Gerüchten hieß, und sogar noch würdevoller. Das Licht, das durch die Decke fiel, verlieh ihr eine strahlende, fast göttliche Schönheit. Verstehe, mit deinem Schwing kannst du auch ohne das Tor nach Belieben kommen und gehen. Zufrieden mit mir selbst nickte ich, da ich nun herausgefunden hatte, wie Lady Ventusville sich fortbewegte. Wir besprachen die Formalitäten meiner offiziellen Ernennung und dann führte man mich in meine Gemächer. Bitte hier entlang, Lord Arthur. Die Zimmer waren bequem und mit einem Schreibtisch, einem Bett sowie anderen Bedarfsgütern ausgestattet. Ich bat um diverse Aufzeichnungen, die ich benötigen würde, und setzte mich hin, um die mitgebrachten Dokumente durchzugehen. Der Chef Butler ist hier ziemlich kompetent. Wenn die Personalausstattung so dürfte, ist, bleiben bestimmte Dinge einfach unerledigt. Doch es ist bemerkenswert, wie viel sie mit so wenigen Leuten schon erreicht haben. Hier wird nicht mit Furcht regiert, sondern durch Zusammenarbeit. Das System war noch wunderbarer, als ich es erwartet hatte. Nach diesem Tag gab ich alles, um Selfia noch mehr Frieden und Wohlstand zu bringen. Ich glaube, wir sollten eine Buchlesung veranstalten. Ich sponserte Veranstaltungen in der Stadt und schickte die Ritter auf Patrouille, um die Monster fernzuhalten. Nach und nach blühte Selfia auf. Ich würde gerne noch größere, profitablere Veranstaltungen wie Feste und dergleichen auf die Beine stellen. Aber wenn es dann heißt, verfügt vom Prinz Norad, wird daraus immer gleich eine ziemlich förmliche Angelegenheit. Sowohl das Personal als auch Lady Ventusville lobten mein Geschick. Doch ich wünschte mir, ich könnte freier agieren, nicht unbedingt als Prinz. Auch wenn die Kulisse sich verändert hat, ist das Leben hier gar nicht so viel anders wie daheim in der Hauptstadt. Es ist durchaus angenehm, nicht den ganzen Tag mit der Politik des Königreichs konfrontiert zu werden. Die Zeit verging, doch dieser Wunsch blieb mir in Erinnerung. Ein Tag war wie der andere. Jahr für Jahr für Jahr. Ich find's nice, dass man jetzt so was wäre wenn sieht. Das ist sehr schön. Wo bin ich? War ich nicht dabei, irgendwas zu erledigen? Etwas Langweiliges und... Ich war immer noch ein wenig verwirrt, aber ich zwang mich, die Lage zu analysieren. Offensichtlich war ich eingeschlafen, ohne es zu merken. Langsam sah ich mich um. Ganz meine Nähe war eine Person, die leise sang. Die sanften Worte erfüllten mich mit einer sonderbaren Sehnsucht. Just in diesem Moment lächelte mich die Person an und streichelte mir das Haar. Es wurde immer offensichtlicher, dass sie eingeschlafen war. Und das an einem Ort, der bequemer war als das weichste Bett, das man sich vorstellen kann. Augenscheinlich dient mir ein Mensch als Kissen. Ah, ich erinnere mich. Ich ruhte auf dem Schoß der vermeintlich adeligen Person, die nun an meiner Seite herrschte.
Obwohl ich in der Nachricht Prinz gestanden hatte, nicht Prinzessin, wie die sich so irren konnten, werde ich nie verstehen. Zuerst machte alles einen ziemlich planlosen Eindruck, doch nun fand ich Gefallen an dieser entspannten Herangehensweise. Ich drehte mich ein wenig, um meine geliebten ins Gesicht blicken zu können. Sie bemerkte, dass sie wach war, erschrak und schrie, dass es nicht mehr nach was aussieht. Du hast im Schlaf gestöhnt, fuhr sie fort, und ihr Gesicht war puderrot. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Letzte Folge war ich so laut gewesen, dass sie mich von der Halle aus gehört hatte. Verstehe, das muss der Traum gewesen sein. Es war nur ein Traum. Was für ein Traum, wollte sie wissen? Ein Traum von einer Zukunft, erwiderte ich. Eine, die leicht hätte wahr werden können. Ah, sagte sie und nahm zärtlich meine Hand. Ohne zu zögern oder zu zaudern. Mit dieser einfachen Geste ließ sie all meine Sorgen verblassen, genau wie in den Traum. Du bist unglaublich. Sie sah mich verwirrt an. Du hast deinen Traum gesprochen, antwortete sie, aber ich schnitt ihr das Wort mit einem leisen Ich liebe dich ab. Sie schürzte die Lippen und beschwerte sich, dass sie nun versuchte, sie abzulenken. Und es war in der Tat eine Ablenkung, das gebe ich zu, aber ich wollte auch, dass sie erfuhr, wie ich mich fühlte. Wirklich. Ich kann mir eine Welt ohne dich nicht mehr vorstellen. Nach meinem Geständnis legte ich meinen Kopf wieder in ihren Schoß. Darf ich so bleiben? Nur ein bisschen? Sie war etwas verstimmt, ließ mich aber gewähren. Ah, meine Geliebte, dir zu zeigen, wie tief meine Gefühle für dich sind, ist komplizierter als jedes politische Ränkespiel. Also das wäre so, wenn kein Prinz aufgetaucht wäre oder so, ich bin mir nicht sicher. Weil man spielt, man kann ja auch wahlweise weibliche Personen spielen. Gut, Pforte. Das kennen wir ja. Na, wir haben ein neues Ich für mich. Pforte haben wir ja geheiratet. Ich hatte mich so auf unsere Verabredung heute gefreut. Normalerweise würde ich ja meine Rüstung tragen, aber deshalb habe ich mich für etwas Damenhafteres entschieden. Man hat mir mehrfach geraten, ich solle mich für Verabredungen herausputzen, also gab ich nach und kaufte mir ein neues Kostüm. Ich hoffe, es gefällt ihm. Pünktlich kam er auf mich zu. Ich hoffe, du musst nicht lange warten, sagte er. Ich versicherte ihm, dass ich gerade erst eingetroffen wäre. Er musterte mich lange. Sah ich so seltsam aus, dass er sprachlos geworden war? Müssen wir übrigens entschuldigen, wenn ich halt so vorlese, dass ich ab und zu mal stottere oder so. Oder wie ich verlese. Ich wusste nicht, wie ich auf seine Schweigen reagieren sollte. Du hast es also doch angezogen. Danke. Lest ist... Er heißt ja... Eigentlich im Original heißt er ja Lest. Ne, müsst ihr wissen. Es sieht sehr gut aus. Als er das sagte, fühlte ich mich schon viel besser. Puh. Keine Ahnung, was er getan hätte, wenn er gesagt hätte, dass es komisch aussieht. Er nahm meine Hand und sagte, auf geht's, ich ließ mich von ihm führen. Normalerweise würde mir das nicht auffallen, aber heute konnte ich ihn anders. Überall sah man uns an. Das lag sicherlich nicht an dem Kleid, so eingebildet bin ich nun auch wieder nicht. Wie peinlich. Dass ich meinen Helm nicht hatte, bedauerte ich sehr. Wer hätte gedacht, dass man so viel Mut aufbringen muss, um in ein Sommerkleid durch die Stadt zu gehen. Wir aßen zu Mittag und plauderten, aber ich konnte mich anschließend an nichts mehr erinnern. Meine Güte, es ist zu viel. Ich halte das nicht mehr aus. Warte hier, bitte kurz. Ich lief schnell nach Hause. Als ich hineinkam, sah ich Kiel. Pforte, stimmt er das nicht? Wollte er wissen. Es war nicht der Rede wert, aber ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich stürzte in mein Zimmer. Was tat ich da? Ich hatte doch eigentlich eine Verabredung. Aber all diese Blicke störten mich. Das hauchdünne Klärchen störte mich. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Und er wartete auf mich. Ich musste zurück. In diesem Augenblick klopfte es leise an meiner Tür. Kiel? Ich machte auf und sah nicht meinen Bruder, sondern ihn. Er stand da und war ganz außer Atem. Das Kleid hat mir gefallen, sagte er. Aber du musst dich nicht zwingen. Ich sagte ihm mit zitternder Stimme, dass ich es sehr gerne angezogen hätte. Zieh dich doch um, dann gehen wir wieder raus, meinte er. Okay. Er ging hinaus und ich zog mein normales Gewand an. Als ich die Rüstung trug, war ich bereit. Ich lief nach draußen und suchte ihn. Da! Dann ging ich zu ihm hin und fragte, ob er schon lange gewartet hatte. Er lächelte und verneinte. Er sei gerade erst eingetroffen. Wirklich? Es hörte sich genauso an wie heute Morgen, nur umgekehrt. Kurz darauf wurde mir bewusst, dass er mir damit sagen wollte, dass wir noch einmal von vorn anfangen könnten. Gehen wir, sagte er und nahm meine Hand. Siehst du, deine normale Kleidung mag ich auch sehr. In meiner Rüstung würde ich mich diesmal besser erschlagen, das wusste ich. Ich lehnte mich an und hakte mich bei ihm ein. Das gefällt mir. Besser. Wir müssten unsere Verabredung wiederholen, aber diesmal würde ich sie viel mehr genießen. Es tut mir leid. Und danke. Wenn ich eines Tages mehr Übung darin habe, ziehe ich dieses Kleid nochmal an. Darauf kannst du dich schon freuen. Ich liebe dich. Oh, auch niedlich. Übrigens, das ist für mich ein bisschen schwer, weil ich ja noch auf Kopfhörer auf habe und ich höre auch die Stimmen extra laut. Ne? Deswegen muss ich mich ab und zu mal wiederholen, weil die Stimme dann ein bisschen zu laut war. Aber es ist süß gemacht, ne? Factory 4.
Das ist süß gemacht. So. Wischnall, was geht bei dir? Butler Azubi. Guten Morgen, Prinzessin. Vishnall, wir sind jetzt verheiratet. Du musst nicht so förmlich sein. Dass ich dich auf die traditionelle Weise erwecke, ist dir zu förmlich, sagst du? Oh je, was für eine Zickmühle. Ja, ich verstehe, warum du das so siehst, aber das ist Gewohnheit. Außerdem könnte es ein schlechtes Beispiel sein, wenn ich mich dir gegenüber zu vertraulich verhalte. Als wir heirateten, war mir gar nicht bewusst, dass ich nicht nur mehr Ehemann bin. Ich bin jetzt auch Vater. Der Gedanke, dass mein Kind mir zusieht, sorgt dafür, dass ich mich verpflichtet fühle, meine Rolle optimal zu spielen. Noch unangenehmer ist übrigens, dass mein geliebtes Kind nicht mich seit neuestem nachmacht. Wenn es Guten Morgen, Prinzessin sagt, ist das unglaublich süß, aber auch peinlich. Und dass Herr Vulcanon ihm seine eigene Butler-Uniform in Kindergröße gegeben hat, macht alles nur noch schlimmer. Das Kind trägt sie jetzt jeden Tag und imitiert mich nach Kräften. Was meinst du, was wir tun sollen? Gerade als ich darüber nachdachte, hörte ich ein Geräusch aus dem Nachbarzimmer. Dafür, dass du es problematisch findest, siehst du aber ziemlich unzufrieden aus. Ah, es gefällt dir sogar, oder? Seit einiger Zeit kommt das täglich vor. Es war höchste Zeit. Ich sah hinüber zum Tor, langsam ging sie auf. Unser Kind kam hinein, er trug seine Uniform. Er stellte sich als Butler Azubi vor und servierte Tee. Natürlich war es alles nur Spielzeug, die Tasse war leer. Heißer Tee war zu gefährlich, deswegen waren dem Kind nur ein Tablett und eine Tasse erlaubt. Euer Tee, sagt unser Kind. Doch es bewegt sich zu schnell und stolperte. Achtung! Ich bekam es gerade noch zu fassen, bevor es hinfiel. Die Tasse fiel klappert auf den Boden, aber dem Kind war nichts passiert. Gute Reflexe, Vishnall, sagtest du und seufzt leicht erleichtert auf. Wenn man Getränke serviert, muss man sie auch auf seine Arme konzentrieren. Man sollte sie zwar anspannen, aber nicht zu steif halten. Hier, ungefähr so. Ich war selbst erstaunt, dass sie sogar das in eine Lektion verwandelte, aber mein Kind lauschte aufmerksam. Und du sahst uns dabei mit vor Freude funkelnden Augen zu. Ich hatte das immer für peinlich gehalten, aber vielleicht hat es ja auch etwas Gutes. Außerdem, wenn ich unser Kind so sehe, erinnert mich das immer an meine eigene Ausbildung. Ich heiße Vishnall, ich bin der neue Butler-Azubi. Verzeihung, ich werde mich doch umgehend darum kümmern. Warum bekomme ich das nicht hin? Ich möchte so sein wie Herr Vulcanon. Ich will so schnell wie möglich ein richtiger Butler werden. Ich habe nicht nur gute Erinnerungen an diese Zeit, aber diese Erfahrungen haben mich vieles gelehrt. Und all davon führt mich direkt zu dir. Findest du es nicht toll, wenn Kinder sein wollen wie ihre Eltern, fragst du mich lächelnd. Stimmt. Ich hatte es für peinlich gehalten, aber diesen Weg ja früher selbst beschritten. Ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Sei zuversichtlich. Das ist ein Zeichen des Respekts. Deine Worte wärmen mein herzliches Sonnenlicht. Wirklich? Ein Zeichen des Respekts? Ich dachte immer, es würde mich nachmachen, weil es das lustig fand. Deine unerwarteten Worte haben ein Feuer des Eifers in mir entzündet. Ja, ich bin wirklich froh. Dein strahlendes Lächeln macht mich so glücklich darüber, dass du mich als Partner ausgewählt hattest. Na, ich bin auch froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich wollte mein Erröten verbergen, wendete mich um unser Kind zu und begann, ihm etwas über gute Manieren beizubringen. Es mag immer noch schwer und unsätzlich für mich sein, aber meine Prinzessin und ich geben unser Bestes, um dich anzuleiten. Ende. Ja, wir ziehen das jetzt aber die nächsten drei Parts durch, jetzt diesen und die zwei nächsten, ne? Das geht ja relativ schnell, denke ich mal. So, Glorika. Könntest du noch ein bisschen länger warten? Klar. Wir haben doch beide morgen frei. Sollten wir nicht ein Familienpicknick veranstalten? Hat er lächelnd gefragt. Ich mag dieses Lächeln wirklich sehr. Und dann hat er noch gemerkt, dass wir beide am nächsten Tag nicht arbeiten müssen. Mein Liebling denkt immer mit. Sofort überlege ich mir, was wir für das Picknick brauchen würden. Ich glaube, ich bin sogar ziemlich gut darin, Sachen einzupacken und Vorbereitungen zu treffen. Das hat mir schon oft gesagt, aber ich hatte mir nie etwas Besonderes dabei gedacht. Ich kann eben immer genau sagen, was wohin passt. So, wo man etwas unterbringen könnte. Deswegen platziere ich die Sachen einfach dort, wo sie dem Anschein nach hingehören. Und das funktioniert irgendwie immer. Okay, ich habe einen Plan. Morgen gehen wir an den Fluss, wandern den Berg hinauf und machen dann unser Picknick. Wie hört sich das an? Eine tolle Idee. Unserem Kind wird das sicher auch gefallen. Ach ja, fast habe ich vergessen. Weißt du, nachdem mein Liebster und ich geheiratet hatten, bekamen wir ein Baby. Es ist noch winzig klein, aber genauso süß wie sein Papa. Sobald ich das Kind ins Bett gebracht habe, werde ich den Plan noch einmal durchgehen. Ist schon okay, das brauchst du nicht. Er sagt immer, dass ich nichts tun muss, was ich nicht tun will, aber ich will es ja.
Schließlich soll er und unser Baby doch Spaß haben. Und so kam dann der Picknicktag. Ich wollte zwar an den Fluss und in den Bergen wandern, aber das Baby ist noch zu klein dafür. Es soll ja Spaß machen und nicht allzu anstrengend sein. Zuerst gehen wir an den Fluss. Wir setzen uns einfach ans Ufer und legen eine Pause ein. Zu nah ans Wasser darf man nicht. Das ist gefährlich. Unser Kind war von den fließenden Gewässern ganz begeistert. Mein Schatz lächelte bereit, als er das sah. Ich bin so froh, dass ich diesen Ort ausgesucht hatte. Dass sie sich so freuten, war die Mühe wert, die mich das Planen gekostet hatte. Und es machte mich ebenfalls sehr glücklich. Ich sah mir unseren Zeitplan noch einmal an. Wir müssen weiter. Sollen wir uns auf den Weg zum Berg machen? Wir waren gerade aufgebrochen, als ich die Wolken sah. Oh Mist. Unglaublich, dass ich vergessen hatte, mir den aktuellen Wetterbericht anzusehen. Ich wollte nicht, dass es uns ein Unwetter das Picknick vermasselte und legte einen Zahn zu. Kurz vor dem Wanderpfad war ein reiner Rastplatz. Wir waren gerade daran vorbeigelaufen, als die ersten dicken Tropfen fielen. Wir wollten nicht nass werden und suchten dort Unterschlupf. Es tut mir leid, ich habe vergessen, den Wetterbericht zu lesen. Schon okay, sagte mein Schatz. Ich hatte ja das Picknick vorgeschlagen, ohne nachzudenken. Aber wenn ich doch nur daran gedacht hätte, nachzusehen. Während unseres Gesprächs wurde der Regen stärker. Oh je, es gießt wie aus Kübeln. Das wird bald vorüber sein, aber danach haben wir keine Zeit mehr für die Bergwanderung. Ich runzelte die Stirn, aber mein Schatz blickte hier rüber zu unserem Kind, das an meiner Seite gelehnt schlief. Was ist denn? Er sagte, sein Gesicht sieht im Schlaf genauso aus wie deines. Und dann drehte auch er sich auf die Seite. Komm schon, sagte er, leg dich auch hin, wir machen alle zusammen ein Nickerchen. Naja, keine schlechte Idee, denn zum Wandern würden wir ja ohnehin nicht mehr kommen. Unsere letzte gemeinsame Unternehmung als Familie war so lange her, dass ich vor lauter Vorfreude wohl etwas zu aufgeregt war. Ich legte mich mit unserem Kind neben meinen Schatz. Wir sahen aus wie drei Orgelpfeifen. Was? Als ich mich einkuschelte, lehnte er sich zu mir hinüber und flüsterte mir Danke ins Ohr. Wofür, wollte ich wissen. Dafür, dass ich den Ausflug geplant hatte und dass ich es mit ihm aushalte, erwiderte er. Dass ich es mit ihm aushalte, erwiderte er. Und das, obwohl ich diejenige bin, die immer Probleme macht. Danach machten wir uns gemütlich und unterhielten uns. Wir sprachen über unsere Zukunft, über unsere Herkunft, Venti, das Leben als Butler und die Zukunft. Dazu haben wir nicht oft Gelegenheit und ich war sehr froh. Außerdem machte es mich ziemlich müde. Ich wollte mich noch länger unterhalten, war aber wegen der Ausarbeitung des Plans heute spät ins Bett gekommen. Und meine Augen wurden schwerer und schwerer. Ja, so kennt man Chloriker, immer am Schlafen. Es tut mir leid, ich bin wieder eingeschlafen, nicht wahr? Als ich aufwachte, hatte der Regen aufgehört und meine beiden Liebsten spielten miteinander. Oh, morgen. Guten Morgen. Er hielt inne und schaute mich an. Danach fragte er, wer hat sich heute amüsiert? Und unser Kind sagte, ich, und hielt die Hand hoch. Komm schon, gehen wir die Sache ganz ruhig an, okay? Wir lassen uns nicht hetzen, sagte er. Wir hatten heute so viel Spaß. Als ich das hörte, freute ich mich, dass ich den Tag organisiert hatte. Ich hätte nie gedacht, dass es mir so viel Freude bereiten würde, andere Menschen Freude zu bereiten. Danke, dass du mich gelehrt hast, dass auch Misserfolge lustig sein können. Als ich mir das sagte, legte ich mich wieder hin, um mein Nickerchen fortzusetzen. Ich hatte dabei ein Lächeln im Gesicht. Chlorika? Ja, war doch auch niedlich. Ne? Ein bisschen so, was wäre wenn, ne? Wenn wir die anderen jetzt geheiratet hätten. Man kann sich leider im Spielen halt nur für eine entscheiden, ne? Das ist so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. Ja, aber Leute, im nächsten Part gucken wir uns die vier an. Wen fand ich jetzt von allen am besten? Ich weiß nicht. Das war die Höhle. Achso, X kann man hier im Hintergrund sehen. Oh, ist auch sehr hübsch. Ja, finde ich hübsch. Ja, wie schon gesagt, wir haben ja vorher geheiratet. Ich finde die Geschichten eigentlich allesamt süß, ne? Mantis will träumen davon, halt ein echter Mensch zu sein, anscheinend irgendwie. Sehr lustig. Aber ja, im nächsten Part gucken wir uns nächstes Jahr an. Und dann im nächsten Part dann die vier Charaktere, die Monster eigentlich waren, ne? Oder beziehungsweise die Wächter. Aber machen wir erstmal im nächsten Part mit denen wir hier vier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und entschuldigt mich dafür, dass ich ab und zu mal ein paar Versprecher drin habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.